Zeige euch heute diesen wunderschönen Satz Geißlerröhren. Das sind 6 Stück. In jeder dieser Geißlerröhren ist originales Hornglas verarbeitet. Ich betreibe die Röhren jetzt mal mit einem Hochfrequenzprüfgerät, jede einzeln. Es ist also durchaus auch möglich, diese Röhren einpolig zu betreiben. Man braucht nicht unbedingt so ein kompliziertes Stromversorgungsgerät. Und da es sich natürlich um originales fluoreszierendes Oranglas handelt, fluoresziert dieses auch unter UV-Licht. Das sieht dann so aus. Und natürlich kann man die Röhren auch wie üblich betreiben mit einem Hochspannungsnetzgerät. Ich schließe jetzt einfach mal eine Röhre an. Schalte das Gerät ein. Das sieht dann so aus. Und die benötigte Spannung dieser Röhre liegt bei 1,19 kV. Also das ist ein sehr schöner Wert, nicht zu hoch. So, vielen Dank fürs Zuschauen.